Buongiorno, Freunde, und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute haben wir ein Buy First Guy, das allerechte, denn die Price Range ist komplett verrückt. Und mit dabei ist der Gute. Das ist übrigens mein Endgegner, Alter. Pro O. Hey, was geht ab, Leute? Für uns ist auch am Start Buy First Guy mit mächtigen Price Ranges auf jeder Position 350k und beim Captain 4 Millionen. Es wird komplett krachen. 350k ist echt viel. Wir haben auch bei Danny was aufgenommen, links in der Videobeschreibung. Lasst für die Price Range, Freunde, für das Buy First Guy, dass wir uns gegen Danny nochmal stellen, einen Daumen nach oben da. Einfach supporten. Daumen lassen. Würde mich freuen. Und ansonsten würde ich sagen, ohne großartig rumzureden, wir legen jetzt einfach mal die Coins auf den Tisch. Es wird teuer. Und am Ende, ich habe 10 Millionen Coins, das ist gerade, glaube ich, letzte 2-3 Videos. Ich muss aufhören. Ich muss wirklich gegen Danny gewinnen. Es wird schwer, aber ich werde alles geben. Hey, Danny, ohne Spaß, ich habe mir für dich sogar heute eine exotische Formation ausgesucht. Also das kann nach hinten losgehen, aber kann auch nach vorne losgehen. Ja, eine, die ich jetzt nicht immer spiele, jetzt aber auch nicht verrückt exotisch ist. Und ja, okay. Ich würde sagen, erster Spieler, 350k. Ich mach's bei der ersten Position trocken, weil ich weiß, hier gibt es nur einen einzigen Spieler, der kommen kann. Ja, ich füge schon mal den ersten einfach rein. Genau, nimm deinen Schmeichel damit, komm. Nimm dein Schmeichel mit. Den ersten schon mal trocken machen. Ja, ich kenne das auf der Position. Dann gib du mir mal eine Zahl, es sind echt richtige Bretter am Start. Das ist geil. So muss das sein. Soll nicht zu gut sein, aber soll schon teuer sein fürs Discard vielleicht. 4, nimm mir die 4. Die 4? Okay, packe ich mit ein. Schon mal eine stabile Icon. Wichtig für Chemie. Ladies and Gentlemen, check gerne meinen Partner Enebab. Link ist oben in der Videobeschreibung. Und zwar steht ja EA Sports 25 vor der Tür. Also eSports FC logischerweise. Und ich hole mir das auch über den PSN Store. Und was ihr machen könnt, ist euch jetzt schon mal Guthaben runterladen. Und ihr seht, bei Neba zahlt ihr zum Beispiel für 50 Euro nur 42,86. Oder für eine 100 Euro PSN-Karte zahlt ihr 86 Euro. Nur damit ihr Bescheid wisst. Einfach den Link abchecken. Günstige PSN-Karten holen ist besser, als wenn ihr die bei der Tanke oder sonst wo holt. Ist einfach viel, viel günstiger. Und das Coole ist, ihr könnt euch dann schon mal eSports FC 25 vorbestellen. Würde ich euch auch empfehlen, weil da gibt es eben diese Goodies oben drauf. Die FIFA Points, die wir bekommen, Vorbesteller-Pack und so weiter und so fort. Das lohnt sich immer 100%. Also wenn irgendwann PSN-Karten, dann Freunde, kurz vor dem neuen EA Sports FC. Deswegen abchecken, danke dafür und klickt euch da durch und schnappt euch einfach eine PSN-Karte, Digga. Und da gibt es aber auch Xbox-Karten, alles drum und dran, was das Herz begehrt. Okay, jetzt überlege ich gerade, auf welche Position gehe ich als nächstes. Ich mache diese hier, komm. Ich habe was gefunden. 350.000 Coins, komm, Daddy. Oh ja, oh ja, warte mal, der ist geil. Richtig cool. Ja, einer feiert richtig auf seiner Seite. Auf jeden Fall, meine sind auch sehr solide. Gib mir den, Alter, gib mir den. Okay, komm, ich fange bei dir an. Wirklich haben? Ja, oder ich fange bei dir an. Du kriegst erstmal die Nummer 6 von mir. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Ich mach bei dir die 5. Ah. Dann hatten wir so 4, 5, 6, bisher ist chillig. Ey, der war mal bei Inter Mailand, Leute. Ich habe den wirklich 3 Jahre nicht mehr Fußball spielen sehen, nicht mehr gehört von dem. Plötzlich hat er eine Footies-Karte. Ich habe keine Ahnung, was er kann. Er sieht auf jeden Fall overpowered aus, aber chemietechnisch ganz schwierig. Wirklich, da hast du mich jetzt hops genommen. Noch nie gesehen, die Karte, seit 10 Jahren, Digga. So, ich glaube, auf dieser Position ist das Potenzial riesig. Ich hoffe, ich verspreche jetzt nicht zu viel, aber wir gucken mal rein. Okay. Boah, ich habe zu viel versprochen. Wobei, wenn ich hier das Upgrade mir schnapp oder wenn ich den bekomme, oder ja, die anderen sind jetzt auch nicht schlecht. So. Geil, ja, geil, geil. Ja, dann fange ich diesmal an. Wir bleiben in der Reihe. Ich gebe dir die 3. Ja, okay. Ich hätte gerne die 2, die 6, die 7, die 9. Die 3 ist aber auch okay. Nimm mal mit. Boah, wobei die 1. Bro, du hast mir echt den schlechtesten gegeben, muss man ehrlich sagen. Okay. Du kriegst von mir dafür, dass du so ein Schlingel bist, bekommst von mir die 1, den ersten Spieler auf der Seite. Nein, ich wusste, dass die Reihe nicht fortführst. Ich habe auf 10 gehofft, Mann. Dann hätte ich einen 10-Millionen-Spieler upgraden können. Aber gut, dann nehme ich die Karte, die ist auch nicht verkehrt. Ja. Ah, hör mir auf mit deinem Mbappé. Du darfst gegen mich kein Mbappé spielen, da habe ich eh keine Chance. Wir gehen auf die nächste Position. Ey, ich habe keine Ahnung, was mich jetzt hier erwartet. Mal gucken. 350k, da kann jetzt, glaube ich, alles kommen. Ihr wisst schon, was ich meine. Und ich glaub, es sieht, alter Bruder, it's no joke. Das ist einer der besten Seiten, die man so gesehen hat, glaube ich. Dieselbe Position, weil ich habe eine Position, die man auch eigentlich nicht häufig hat, wo ich mir aber auch sicher bin, bei der Price Range kommen hier nur Banger. Oh, okay, die und ist ich habe natürlich auch absolut recht gehabt. Wilde Seite. Ja. Oh ja. Du bekommst. Dir, ja, gib du mir zuerst. Komm. Nee, gönn du. Komm. Ich bleib in der Reihenfolge 2 diesmal. Na, warte mal, was hat er für Skills? Oh, er hat 5 Sterne, 5 Sterne.
Okay, das schmeckt ja, nicht schmeckt. Schmeck. Aktuellen Karten und so hat er fast ja. Jeder, aber ja, okay. Warte, der hat auch. Nee, der hat zum Beispiel keine 5. Okay, du bekommst von mir. Lass mich überlegen. Komm, du bekommst Cristiano Ronaldo. Vamos, Chris. Nimm. Nimm und genieß den Bre. Da wird Staub gesaugt. Okay. Ey, wenn ich heute wieder 10 zu 1 verliere oder so, dann wirklich dann. Ich lösche meinen YouTube-Kanal. Ich hab's jetzt gesagt, Chat. Im Video. Jetzt wird es an der Zeit, dass eigentlich einer von uns beiden, ich würde sagen, seinen Starspieler nimmt, oder? 4 Millionen Coins. Du kannst anfangen, Danny, wenn du Bock hast. Ich habe genau das gleiche gedacht und ich bin so ready, ich habe so Bock, mir vorne jetzt eine Maschine zu gönnen. So, ich bin auf der Position, wir haben hier zwei verschiedene Spieler, die aber, glaube ich, beide gleich viel kosten. So um die, sagen wir, 5 Millionen knapp. Also, du hast Spieler 1 bis 10, sind 10 Spieler auf der Seite? Ja. Okay, weil du hast gesagt, nur zwei verschiedene. Da kriegst du von mir einfach mal die 6, 6 für 6 an. Die 6. Und was die Offensive angeht, ist er, glaube ich, der krassere sogar auch. Also ist für mich besser. Ich liebe diese Karte. Du liebst diese Karte. Alle lieben diese Karte. Gib ihm. Wer ist das? Ist das Mbappé oder was? Oder? Ja, okay. Du kriegst die 2. Alter, du mit deinen 1-2, aber ohne Spaß. Der packt seine 30 cm auf den Tisch und wird im Mittelfeld für Gerechtigkeit sorgen. Okay, da kommst du nicht vorbei. Der schnürt dich auch ein. Bis jetzt habe ich 3 Icons von 5 Spielern. Mein Starspieler, der kommt gleich. Den machen wir gleich. Aber ich gehe jetzt erstmal hier hin. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, was das alles angeht. Ich bräuchte mal so einen Banger außerhalb des Kapitäns. Ich habe noch keinen Spieler, der über 1 Million kostet, glaube ich. Jetzt ist es mal soweit. Komm, Danny, konzentrier dich. Gibt es hier überhaupt einen? Ja, der kostet über 1 Million, der kostet über 1 Million und der kostet knapp 1 Million. Also so 4 Spieler, 5 Spieler. Hier schon wieder Patent auf Coins schieben bei irgendjemandem? Warte mal, ich habe aber auch 1, 2, 3. Ich habe auch 4 Spieler auf der Seite, die offiziell über 1 Million kosten. Okay. Also einer von uns müsste jetzt eigentlich 1 Million Spieler kriegen. Einer von uns auf jeden Fall. Und vielleicht bist du das. Ich gebe dir... Ich bleib dabei. Jetzt gebe ich dir die 1. Okay. Das... Du bist echt 1 und 2. Du hast echt... Mehr Zahlen kennst du gerade nicht. Aber no joke. 1,4, 1,5 Millionen. Wenn der mal nicht performt, dann weiß ich auch nicht. Das ist mein Chwapchikov-Cousin. Ich sag, und das kann ich toppen. Gib mir meine Zahl. Du bekommst... Oh, ich muss niesen gleich. Warte. Die 1. Nimm die 1 auch. Ja. Auch 1,8 oder so. Ich check mal. Schmeckt, Digga, würde ich sagen. Okay, Mr. Prones. Yes. Haben Sie Lust, das Spiel zu verlieren gleich? Das wär, nicht so. Das wäre aber eigentlich ganz korrekt. Pass auf, ich gehe auf eine Position. Ich glaube, da gibt es eh nur eine Karte. Deswegen, ich suche einfach mal. Toll, mal gucken, ob das stimmt. Ja, es gibt nur eine Karte. Deswegen nehme ich den einfach. Bei der Price Range schon gibt es keinen anderen. Ist halt einfach legendäre so. Legendäre Position. Okay, ich habe hier ein paar Banger mit dabei, aber es ist auch eine Banger-Position. Also gucken wir einfach mal. Dann bekommst du auf der Banger-Position, bekommst du Farid Bang auf der 5. Nimm die 5. Ja, Mann, ich dachte, du machst CR7. Okay, 5. Ja, okay. 99er-Karte. Ich meine, es sind nur noch 4 Spiele oder so. Ich habe fast ein Full-Icon-Team. Das kann gerne so weitergehen. Ja, perfekt. Nicht mal eine Icon kommt. Ich sag nie wieder was. Das ist crazy. Dann schicke ich dich auf Seite 2, damit du noch deine Chance auf deine Icon hast. Okay, Seite 2. Da sind nur 6 Spieler drauf auf Seite 2. Das ist crazy. Aber auch ein Icon oder gar nichts? Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Gibt's doch nicht. Dann nimm mal die 6, aber trotzdem einfach. Die 6, alles klar. Pack ich mit ins Boot. Ist aber auch für Chemie auch gut. Du bekommst von mir, was bekommst du von mir? Du gibst die ganze Zeit die 1 oder die 2, deswegen kriegst du jetzt auch mal die 2. Ich glaube, die hattest du nicht. Ist echt nicht geil im Vergleich zu den ganzen aktuellen neuen Karten, die da jetzt mit dabei gewesen wären. Okay. Ja, schade. Das tut mir wirklich leid, ey. Na, beschweren kann man sich trotzdem gar nicht. Allein diese ganzen Ratings und so. Ich höre ja bei dir ab und zu was, dass die Karten auch mal günstig sind. Sowas gibt es bei mir nicht. So komplette NPCs. Hier kommen immer nur stabile. So, auch hier wieder. Weißt du, was ich jetzt machen werde? 4 Millionen Coins werden eingestellt für eine geile Position. Und jetzt leck mir am Zückeli. Gib mir ein Brett. Ein richtiges Brett. Muss, ne? Muss eigentlich. Ich würde auch gerne wissen, auf welcher Position, aber... Ich werde es ja später erfahren. Bist du auf der Seite? Gibt es 10 Spieler? Sieht gut aus? Alter, es gibt 10 Spieler und... Puh, der wird ein bisschen so warm unten rum. Das ist echt, also geistkrank. Ehrlich jetzt. Das, okay, komm. Machen wir die 3. Die 3. Ey, Digga. Also, ich hoffe, die kann... Die Karte kann was. Hey, ganz kurz. Neben den ganzen Spielern gibt er mir die 3. Ich meine, die kostet wahrscheinlich trotzdem 4 Millionen anscheinend. Wir gucken gleich mal genau. Aber der wäre ja... Also, ey, das wäre ja Wahnsinn. Egal. Du bekommst von mir die Nummer 9. Nimm die 9 mit. Okay, let's go.
So, ich habe einiges auf der Transferliste, gerade was im Verkauf drin ist. Also es wird auf jeden Fall gleich passieren. Dann wird der auf jeden Fall auch besorgt. Ja. Man weiß ja vorher mal nie genau, wie viel Coins man braucht. Auf jeden Fall nächste Position. Baby. Bin ich auch gespannt. Okay, ich glaube, ich kann meinen ganzen Verein verkaufen, wenn ich sehe, was hier für Karten kommen. Oh, Meister. Danny, kurz und knackig. Es wird die DOS. Die 2. Ja, der nächste Banger, der knapp 1 Million kostet. Hier fliegen auf jeden Fall die wilden Karten hier. Es ist wild und wild und wild. Ich gebe dir, komm, wir machen heute auch mal hohe Zahlen, bei dir die 9. Alter, hättest du mir die 4 gegeben, 10 Millionen Tacken wären weg gewesen. Die 9 ist auch brachial, weil der kostet 2 Millionen Coins, ey. Jetzt muss ich... Hey, übrigens, wie viele... Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Icons und einen habe ich noch frei. Ich mache gleich 7 Icons rein. So ein Ding ist es nämlich. Alter, ich darf ohne Spaß nicht verlieren heute. It's no joke. Ladies and Gentlemen, großes Finale, letzte Position. Wir gehen rein und heilige Makrele, was ist hier schon wieder am Start, Mann? Danny, bist du bereit? Die Seite ist overall nicht die allerkrasseste. Auf der Position könnte schon geiler sein, aber eine Karte hier, die rasiert alles. Also ja, ich bin bereit. Okay, du bekommst die letzte Karte. Auf der Seite ist es die 10. Nimm sie. Letzter Spieler auf die letzte Karte. Mach das schlau, mach das schlau. Okay, ja, dann mach ich andersrum. Ich geb dir die 1. Ja, perfekt, Digga. Ja, geht immer mit den 1 an. Okay, nehmen wir mit ins Boot, kaufen wir und wir gehen ins Gameplay rein. Und der Beste wird gewinnen. Ihr seht gleich die Teams, Alter. Okay, let's go. Danny, ich bin gespannt, erst, wie dein Team aussieht. Formation ist schon spannend. Ah, Dreierkette macht er wieder. Ja, Dreierkette. Alter Kräuf, hast du mir an die Nase gebunden. Hilfe. Aha, viele Footies, viele Icons hast du. Für nichts anderes. Okay, komm, wir gehen rein. Der Beste wird gewinnen. Das wird schwierig, ich muss mich echt konzentrieren. Vor allem, wenn du angreifst, ey, ich kann das nicht. Oh, mit Ginola kann ich eigentlich auch nicht. Kennst du Kondogbia noch von früher? Ja, ja, aber auch ehrlich, lange seine Karte nicht mehr gesehen. Ah, Kelly. Ja, das ist meine Megan! Nee, die heißen Morgan. Morgan. Du hast mich an den Eiern. Ach, Mann, also, ey, der pfeift alles, aber der hat eine gerade Linie, muss man sagen. Komplett Nervensäge ist. Ja. Nein, Arschloch. 2-0. Passiert es heute? Na, das wird eh nicht passieren, aber egal. Oh, dear guys. I think in the second half, I'm in big trouble. Ich brauche Hilfe! Endlich! Ey, es wird so unangenehm jetzt. Das wären so nervige 50 Minuten. Nein. Ja! Ich hab den Handball gespielt, Schwester. Ah, immer weitergelegt. Ich werde komplett gejagt. Was passiert hier? Ah, Mann! So schlecht verteidigt aber. Und weiter geht's. Es kriselt. Hey, Digga, mein Schmeichel, er läuft einfach so bei schon dumm rum, Alter. GG, Mann. Comeback. Ah, es war so klar. Nein, nein, Bro. Er macht so ein Foul, so ein dummes Foul, unnötig. Ich gehe noch in die Mitte. Danny, warum machst du das jedes Mal mit mir? Du gibst mir immer ein bisschen Hoffnung und dann nimmst du sie mir wieder. Ja, Mann, let's go! Ja, die ganze so 8 Leute bei mir im 16er waren. Ich check, warum 3er-Kit, 5er-Kit alles verboten ist, wie es funktionieren, Digga. Das ist zu geistig. Das ist echt hart. Aber Verteidigung ist, kann ich nicht, aber Sturm ist okay. Aber wenn du durch bist, bist du durch. Das ist das Problem, weißt du? Digga. Boah! Du hast auch nur auf den Pass gewartet, ne? Stark gemacht, wirklich. Macht er gut. So, Luther. Stark, Luther. Ja! Nein, der wird drin! Nein! Nein, der pfeift! GG, was? GG. 5-4, ey. Crazy Gamer wieder mit 4 Toren. Alter, das war wirklich ein verrücktes Spiel. Ein Discard-Hammer, aber wir haben echt, ich habe wirklich gekämpft. Wir haben gekämpft, kann man so sagen. Wir gehen rüber. Okay, Danny, ich habe umgestellt. Du darfst dich bedienen. 3-4-2-1. 3-4-2-1 habe ich. Einen 3, 4, Pick. 2, 1. Wenn du jetzt die Morgen triffst, okay, dann musst du mir den Schliwowitz gleich holen. Sonst vergreife ich das nicht. Ein Pick ist immer das Schlimmste eigentlich. Aber komm, ich habe schon eine Position im Kopf, die ich nehme. Dreierkette sowieso komisch. Aber
Hau raus. Sag, ich bin nächstes Mal auch mal Dreierkette. Weil viele Tore, das ist anderes FIFA, das ist cool irgendwie. Ja. Aber ich nehme, ich habe die Position schon die ganze Zeit im Kopf. Zitter nicht, Tabak, zitter nicht. Ja. Ich nehme rechter Mittelstürmer. Wo du schon rechts gesagt hast, ich dachte kurz, es ist wirklich zitter nicht, perfekt. Rechte Innenverteidigung ist morgen. Rechter Mittelstürmer, juckt gar nicht, das ist Kondogbia, Freunde, der kostet 39k. Komm, oder was? Der kostet gar nichts, ohne Spaß, das war vom Discord her der beste Tag seit, glaube ich, 10 Videos oder so, ernst. Das schmeckt. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, schaut bei Danny vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal, das war ein bisschen intensiv, Leute. Haut rein, ciao, ciao. Leute, macht's gut, bis dann. Ciao.